Guten Tag. Ich heiße Mark Belorussitz. Ich übersetze aus dem Deutschen und ich möchte heute am Tag des 100. Jubiläums von Paul Celan mit Ihnen meine Überlegungen über seine Gedichte teilen. Dabei werde ich meine Übersetzungen anwenden. Celan lesen. Ich habe über Celan auf eine wunderbare Weise erfahren. Das erste Wunder ist geschehen, als ich ganz zufällig auf der Straße eine westdeutsche Touristin kennengelernt habe. Und Paul Celan, von ihm habe ich nichts gehört, war ihr Lieblingsdichter. Sie hat mir einen Sammelband von Gedichten von Celan zugeschickt. Das war in Kiew Anfang der 70er Jahre. Und dann das zweite Wunder. Dieses Buch ist eingetroffen. Denn gerade Pakete mit Büchern aus dem Westen gingen bei uns damals sehr oft verloren. Ich habe nicht gleich einen Ansatz an seine Gedichte gefunden, damit ich einen Wunsch bekommen hätte, ihn zu übersetzen. Ich hatte Freunde aus dieser Stadt, die nach Kiew umgezogen sind, aber ich wusste nichts über die Geschichte dieser Stadt. Wieso ein Dichter in Czernowitz, der Deutsch geschrieben hat, das konnte ich mir kaum vorstellen. Ich wusste nicht, dass Czernowitz, also dass die ganze Bukowine seit der Mitte des 18. Jahrhunderts zum österreichischen Reich gehörte, bis zum Zerfall im Jahre 1918. So ist es gekommen, dass ein Drittel der Einwohner dieser Stadt, dass dies Juden waren und sie sprachen hauptsächlich Deutsch. Aber auch Jiddisch war populär. Neben ihnen wohnten doch Ukrainer, Rumänen, Polen, Armenier. Aber die deutsche Sprache dominierte. Und alle Einwohner, alle Sprachen konnten ganz friedlich zusammenleben. Und nicht weit vom jüdischen Tag, das war so etwas wie ein nationaler Club, stand ein deutsches Haus, dann ein ukrainisches Haus und das rumänische Haus. Es wurden deutsche Zeitungen, ukrainische, rumänische Zeitungen und Zeitungen auf Jiddisch herausgegeben. In Czernowitz wurde im Jahre 1875 eine Universität eingeweiht und 1920 wurde, gerade am Jahr, wo Paul Celan zur Welt gekommen ist, wurde die Bukowine zu einem Teil von Rumänien. Und auf der Straße, wo Celan, damals hieß er Paul Anschel, also auf den Straßen, wo er ins Gymnasium ging, haben ihre philologischen Tänze alle Sprachen getanzt. Deutsch, Rumänisch und Ukrainisch kannten schlecht oder gut, aber alle Einwohner. Und wahrscheinlich dies hat einen Beitrag dazu geleistet, dass Czernowitz eine Stadt von Schriftstellern und Dichtern war. Karl Emil Franzos, Gregor von Rezzori, Rosa Ausländer, Alfred Gong und Emmanuel Weinglas, aber auch viele andere, unter anderem ukrainische Klassiker wie Juri Fitkovic und Olha Kobylanska. All diese Namen habe ich allmählich erfahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits das Buch von Israel Halfen. Er war der erste Biograf des Dichters Paul Celan in der Jugend. Biografie. Die ukrainischen Leser haben Glück, denn Petro Rechlo hat dieses Buch ins Ukrainische bereits übersetzt. Und damals las ich immer wieder die Gedichte von Celan. Und mein erstes Gefühl war, dass ich eine Nähe von diesen Gedichten spürte. Das war ein seltsames Gefühl von einem Gedicht in einer Fremdsprache. Ich habe nicht viel verstanden von diesem Gedicht, aber das war wie eine Mosaik, die aus verschiedenen Gestalten zusammenstand. Zum Beispiel. Und mit dem Buch aus der Russe, da gab es einen seltsamen Zeitpunkt, denn der Epigraf zu diesem Buch war auf Russisch geschrieben. Alle Dichter sind Juden. Und unten lateinisch Marina Zvetaeva.
Und aus dem Poem vom Ende, da war das Zitat nicht ganz genau. Ich glaube, das wollte Celan auch so. Oder so hat es sich in sein Gedächtnis eingeprägt. Und das war ganz genau. In dieser christlichen Welt sind alle Dichter Juden. Wahrscheinlich bestätigte das auch seine Meinung. Alle Dichter sind Juden. Das heißt, alle sind Außenseiter. Aber auch das eigentliche Buch und mit dem Buch aus der Russa, das hat mich irgendwie angelockt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich bereits die Tarusa-Seiten gelesen. Anfang der 60er Jahre wurde dieses Buch in der kleinen Stadt Tarusa herausgegeben. Das war eine Siedlung, wo Dissidenten gewohnt haben. Da habe ich die Witwe von Osip Mandelstamm, Nadjezda Jakovlevna, gewohnt. Dahin schickte ihr Celan seine Übersetzung von Mandelstamm zu. Und im Almanach kann man Werke von berühmten Schriftstellern und Dichtern finden, die zu verschiedenen Zeitpunkten über Tarusa oder in Tarusa geschrieben haben, zum Beispiel Paustowski, Zvetaeva, Okudzhava. Und dieser Almanach schickte Celan sein Jugendfreund Erich Einhorn, er lebte in Moskau, zusammen mit der Prosa von Konstantin Paustowski. Oder da zum Beispiel der Anfang eines weiteren Gedichts aus dem Sammelband Niemandsrose aus dem Jahre 1963, gewidmet Osip Mandelstamm. Das traf sehr empfindlich mich. In der Luft, da bleibt deine Wurzel da, in der Luft, wo sich das Irdische bald erdig Atem und Leben. Das war ein Appell des Dichters an sich, aber auch ein Appell an mich. Hier, in diesem Raum, in dieser Luft, die du atmest, sind deine Wurzeln. Du bist da. Damals habe ich noch nicht gedacht, dass der Lebensbaum mit den Wurzeln zum Himmel wächst. Und dann gibt es in diesem Gedicht auch weitere Gestalten. Und ich las und las. Groß geht der Verbannte dort oben, der Verbrannte, ein Pommer zu Hause im Maikäferlied. Ich kannte dieses alte Kinderlied. Maikäfer fliegt, dein Vater ist im Krieg, Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt. Майский жук летнет, на войне твой отец, мамка в Померании, там черно от пламени. Aber wie kann ein Lied ein Zuhause sein? Und nun sollen wir aufmerksamer lesen, also langsam und aufmerksam. Denn Celan hat gesagt, die Gedichte sind Geschenke für aufmerksame Leser. Also wir lesen weiter. Das mütterlich blieb, sommerlich, hellblütig am Rand aller schroffen, winterhart kalten Silben. Es gibt kein Haus, es ist verbannt, es ist verschwunden. Und derjenige, der dort lebt, ist ein Außenseiter, ein Emigrant, ein Ausgestoßener. Er ist ein Emigrant und das war das Schicksal von Celan. In seiner Bremer Ansprache hat er gesagt, dass Tschernowitz und die Bukowina, sie sind aus der Geschichte ausgefallen. Er hat gesagt, das war eine Landschaft, wo Menschen und Bücher lebten. Und dieses Lied, diese Heimat, ist für ihn auch eine Mutter. Es ist winterhart, kalt, die Silben sind kalt, denn die Mutter ist umgekommen in einem KZ. Und das Gedicht hier in dieser Luft appelliert an dieses Lied über den Maikäfer. Und so kommt man zum Dialog. Und dieser Dialog, da geht es um die Zeit des Gedichts, da geht es um die Zeit im Gedicht, da geht es um die Zeit des Kriegs, der Besatzung. Und es ist egal, wann dieser Krieg war, im Mittelalter oder im 20. Jahrhundert. Ein Krieg ist immer ein Krieg. Der Krieg bringt Tod und Zerstörung.
Wir werden auch schwarze Flocken lesen. Schnee ist gefallen, lichtlos, ein Mond. Ist es schon oder zwei, dass der Herbst unter mönchischen Kutte Botschaft brachte auch mir ein Blatt aus ukrainischen Halden. Denk, dass es Winter auch hier zum tausendmal nun im Land, wo der breiteste Strom fließt. Jakobs himmlisches Blut benedeiet von Äxten, o Eis von unirdischer Röte, es wartet ihr Hetman mit allem, Trost in die finsteren Sonnen, Kind, ach, ein Tuch, mich zu hüllen darein, wenn es blinket von Helmen, wenn die Scholle die rosige birst, wenn Schneeeich stäubt das Gebein deines Vaters, unter der Hufen zerknirscht das Lied von der Zeder, ein Tuch, ein Tüchlein, nur schmal, dass ich wahre. Nun, da zu weinen, du lernst mir zur Seite. Die Enge der Welt, die nie grünt, mein Kind, deinem Kinde. Blutete Mutter, der Herbst mir hinweg, brannte der Schnee mich, sucht ein mein Herz, dass es weine, fand ich den Hauch. Ach, des Sommers, wahre wie du, kam mir die Träne, webt ich das Tüchlein. Und das Gedicht Schwarze Flocken wird auch zu einem Teilnehmer dieses Dialogs. Er wird quasi gerufen, ein Zeuge zu sein. Es wurde geschrieben, wirklich während des Krieges, wo Zulan erfahren hat, dass deine Eltern umgekommen sind. Solche Dialoge mit einem Lied, also mit einem Gedicht eines anderen Dichters, mit einem Gedicht von Celan, mit einem anderen Text. So etwas ist typisch für Celan, für seine Poesie. Mehr noch, die Dialoge sind ganz typisch für ihn. Und diese Kommunikation zwischen Gedichten ist sehr wichtig, um die Poesie von Celan zu verstehen. Der Dichter denkt in Reihen, in Zyklen, in Abschnitten und in Sammelbänden. Er hat eine große Aufmerksamkeit der Platzierung der Gedichte geschenkt. Die Gedichte können viel übereinander erzählen. Da können irgendwelche Realien der Jahre wie die Heimat oder wie der Maikäfer oder zum Beispiel ein Brunnen, wo Erich Einhorn lebte in Czernowitz. Erzähl von den Brunnen, erzähl von Brunnenkranz, Brunnenrand, von Brunnenstuben, erzähl, zähl und erzähl die Uhr, auch diese läuft ab. Wasser, welch ein Wort. Wir verstehen dich, Leben, oben, geräuschlos. Ich glaube, man soll sagen, über die Mehrdeutigkeit der Gestalten oder der Wörter in den Gedichten von Celan. Denn die Messeinheit in seinen Gedichten ist nicht nur das Wort, das ist eine Silbe. Und ich bin überzeugt, dass im Mittelpunkt des Sammelbands von Celan aus dem Jahre 63 steht der Psalm. Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. Gelobt seist du niemand. Dir zu lieb wollen wir blühen. Dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben, blühend, die Nichts, die Niemandsrose. Mit dem Griffel, seelenhell, dem Staubfaden, himmelswüst, der Krone rot, vom Purpurwort, das wir sangen, über, oh über dem Dorn. Da gibt es keine Vergleiche, da gibt es keine Verähnlichungen. Diese künstlerischen Tricke fehlen und dadurch wird der Gedichtstoff noch fester gespannt. Man will fragen, wer ist dieser Niemand? Das ist mehrdeutig. Aber wir lesen weiter und dann stellt es sich heraus, dass dieser Niemand aus der Leere entsteht. Und ihn gibt es. Gelobt seist du, niemand. Niemand ist Gott von Mystikern und Kabbalisten. Und man erkennt ihn durch die Ablehnung, durch die Verleugnung. Also man erkennt Gott dadurch, dass man versteht, was er nicht ist. Herrschum Scholem
Seine Bücher über die Kabbalistik gab es bei Celan in der Bibliothek, bedeutet ein Kranz, also Göttlichkeit. Und bei Celan ist dieser Niemand ein Gott von den Menschen, die von Gott verlassen wurden, die umherrasen in den Geschichten, auf den Seiten der Geschichte des letzten Jahrhunderts. Und wir plötzliches Nichts, gegenwärtiges Nichts erkennen uns selbst. Noch ein Gedicht von Celan aus dem Sammelband aus dem Jahre 67. Atemwende. Die Mehrdeutigkeit ist da auf der Ebene des ganzen Gedichts. Dunstbänder, Spruchbänder, Aufstand, röter als rot, während der großen Frostschübe auf schlitternden Eisbuckeln vor Robbenvölkern, der durch dich hindurch gehammerte Strahl, der hier schreibt, röter als rot, mit seinen Worten dich aus der Hirnschale schrillen, hier verscharrter Oktober. Mit dir das Gold prägen, jetzt, wenn's herausstirbt. Mit dir den Bändern beistehen, mit dir das glasharte Flugblatt verteuen am lesenden Blutpoller, den die Erde durch diesen Stiefpol hinausstieß. Einerseits ist dieses Gedicht sehr expressionistisch. Das ist eigentlich die Beschreibung eines Herbst. Andererseits aber geht es da um die Revolution, auch um die russische Oktoberrevolution, in Anführungsstrichen. Oder genau über die Wahrnehmung der Dichtung als Revolution. Und trotz aller Gratwanderungen, trotz der Bekanntschaft mit der Sowjetmacht in den Jahren 1940, 1944, 1945, Tschernowitz war zweimal besetzt, blieb Celan links. Und dies sieht man in seinen Gedichten und in seinem Briefwechsel mit der Frau und mit den Freunden. Noch eine Besonderheit der Poetik von Celan, wodurch seine Gedichte noch schwerer zu verstehen sind. In einem Brief an Petri Solomon in Bukharest schreibt er an seinem Geburtstag am 23.11.67: Ich koaguliere, ich versuche die Koagulation zu erreichen. Das heißt, er koaguliert verschiedene Gedichte, verschiedene Gestalten, verschiedene Texte, legt er übereinander. Koagula, auch deine Wunde, Rosa, und das Hörnerlicht deiner rumänischen Büffel an Sterne statt überm Sandbett im redenden, rotaschengewaltigen Kolben. Zwei Ereignisse sind da zusammengeführt. Sie befinden sich in einem großen Kolben. Rosa Luxemburg schaut aus ihrem Fenster im Gefängnis auf die rumänischen Büffel, die geschlagen werden im Gefängnishof. Und im Text von Kafka, Landarzt, über einen Jungen mit der tödlichen Wunde. Ich habe deine große Wunde aufgefunden. An dieser Blume in deiner Seite gehst du zugrunde. Über die Dienerin Rose, sie war Opfer der Gewalt. In meinem Hause wütet der ekle Pferdeknecht. Rose ist sein Opfer. Nackt, dem Froste dieses unglückseligsten Zeitalters ausgesetzt, mit irdischem Wagen und irdischen Pferden, treibe ich mich, alter Mann, umher. Es ist niemals gut zu machen. Ich möchte einiges über das Gedicht Waliser Elegie sagen. Es wurde nicht gedruckt zu Lebzeiten von Celan, aber manche Motive und Gestalten sind in anderen Gedichten zu finden. Geschrieben wurde es im Kanton Wallis. Begonnen hat er im Jahre 61 und abgeschlossen im Januar 62.
obwohl das Datum ist der 4. April 1961, wo der Karsamstag war, und indirekt wird er auch im Gedicht erwähnt. In den Ereignissen unter den Umständen, die mit diesem Gedicht zu tun haben, wurde die Wende in der Weltanschauung von Celan wiedergegeben und über seinen psychischen Zustand, der zu psychiatrischen Kliniken und zum Selbstmord führten. Ende der 50er Jahre hat Claire Goll, die Witwe des Dichters Ivan Goll, Celan bezichtigt, er hätte die Gedichte von ihrem Ehemann einfach umgeschrieben. Also das wäre ein Plagiat gewesen. Und dies verletzte ihn sehr. Im Dezember 1959 schänden die Neonazis die Synagoge von Köln. Es entstehen die Hakenkreuze auf den Gräbern der jüdischen Friedhöfe in ganz Europa. Das führte ihn zur Enttäuschung. Er war enttäuscht vom Goldenen Westen, in Anführungsstrichen. Und er schrieb damals nach Bukarest an seinen älteren Freund Alfred Margul Sperber, dass er lieber unter den Buchen seiner Heimat geblieben wäre. Und Ende der 50er Jahre bezeichnet sich mit dem Appell von Celan an das russische Thema. Er war der erste Übersetzer in Europa von Mandelstam. Die Gedichte von Mandelstam sind für mich das Gleiche, was meine Gedichte sind. Im Jahre 1958 erschienen seine ersten Übersetzungen von Mandelstam. Ein Jahr später 12 von Alexander Blok und die Gedichte von Sergei Jesenin. Und zum gleichen Zeitpunkt begann er wieder mit Erich Einhorn, seinem Jugendfreund, wieder einen Briefwechsel zu führen. Dann im Jahre 1962 übersetzte er das Gedicht von Jevtuschenko Babi Yar, und alle Epigraphe zu Waliser Elegie waren auf Russisch. Der Wiener Literaturkritiker Erich Klein meinte, nach 1944 waren alle Bestrebungen von Paul Celan gen Westen gerichtet. Er hat Czernowitz im Frühling 1944 verlassen. Er emigrierte nach Bukarest. Dann 1947 kam er illegal nach Wien. Und aus Wien Mitte 1948 fuhr er nach Paris. Man kann sagen, das war eine ununterbrochene Bewegung in Richtung Westen. Und in der Waliser Elegie sieht man seine mentale Bewegung in Richtung Osten, Ende der 50er. Von Paris in Richtung Österreich mit Mauthausen, Rumänien mit Mangale und Czernowitz und russische Literatur. Und so fand in der Waliser Elegie die ganze Poetik von Celan ihren Ausdruck. Waliser Elegie in der Originalsprache. Там я бродить готов, и ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим Тоскане. Осип Мандельштам, 1937. Над Бабьим Яром памятников нет. Евгений Евтушенко, 1971. Regungen, Zuckungen, Stumme, Triumphe, erinnerte Halbnacht und Nacht, einsame, fallische Stunde im Fern. Regina Vagina. Pontisches einstmals am Rand des Tatarendorfs, Sandgestalt, Sandhaar, Sandmund, als läge nicht immer ein längst begattetes Wort neben uns in allerlei Wehen. Wir lagen, ich schwamm unsere Nächte im Aug, auf dein Aug zu. Ein Windlicht stand dein Herz auf der Mole. Wir flogen heim, hinters Wasser leuchtend. Ein Fenster spiegelte uns, es gehörte zum Haus eines Namens. Christian Rakowski. Pontisches
Pontius einstmals, niemals vor lauter immer mehr mit dem Schimmer der Taiga, weiter zurück zu dir, immer neues verloren. Stilles und abermals stilles, exodusfarbenes Aug, leiser aus Semipalatins zurückgewanderter Gram. Eingehender sah ich dich kommen, wir hatten zu viel überlebt. Mauten, Mauten der Heimat, Holzgeruch Sommers am Rand einer Kindheit. Es stand im Buchstand und unter den Buchen, es stand eine Sägemühle im Wald. Auf Sensen, auf Sicheln trugen sie dich dort vorbei. Wie hießt du, Geköpfte? Du hießt Judith. Es stand eine Sägemühle im Wald. Mauten und Mauten jenseits Mauthausen, tausend Stiege. Es kam ein Schritt dort vorbei, ein Aug anders, stand im Wurzel, im Knollenwerk, Saatenacker. Es ist ein Gewächs. Weißt du, das steht bei der Judenhode empor. Wer es gesehen hat, dem, wo er es wieder sieht, wenn er sich selber sieht, dem erblüht eine Seele im Auge seiner Seele. Ich habe die Seele gesehen. Sie kam augenwanderlerisch, kam sie offen, sie kam mit der einen unbeirrbaren Ahnung, ein Licht, ein zehnmal erlosenes Hell trug sie es im Schoß, frei, schwesterlich ging sie den Schattenweg aufwärts, den Tausend, den Mautenweg, den ungesehenen, seltsame Du, unentwegbare, Lichtschoß, Salve, Regina. Ich habe die Seele gesehen, die andere. Sie kam mit dem Schwur, dem der tausend Stiege geschworenen. Leicht, so warf sie mir das Schwert über die Schwelle. Bei ihr schlief ich mir meinem Glauben. Sie kam und log sich hinweg zu den Wechselschwüren und Bälgen. Es steht ein Gewächs. Geh, geh, such dich. Du hast meine Zernischung, hast sie, hast meinen Segen, Vale, Vagina. Regungen, Zuckungen, stumme Triumphe erinnerter halt Nacht und Nacht, immer neues verloren, hier, heute, gar Freitagsfahrt, mit dir, unter Nadeln, verzwergte Verzweiflung. Raron. Nun sprechen wir ein bisschen über dieses Gedicht. Pontisches einstmals, das ist eine Gestalt und das tatarische Motiv, sie haben ihren Ausdruck gefunden im Sammelband aus dem Jahre 67. Pontisches einstmals hier ein Tropfen auf dem ertrunkenen Ruderblatt, tief im versteinerten Schwur rauscht es auf. Auf dem senkrechten Atemseil, damals höher als oben zwischen zwei Schmerzknoten, während der blanke Tatarenmond zu uns heraufklommt, grub ich mich in dich und in dich. Und weiter. Christian Rakowski, Christian Georgiewicz Rakowski, bulgarischer Herkunft, Arzt, er lebte von 1873 bis 1941, bulgarischer Herkunft, lebte die erste Hälfte seines Lebens in Rumänien, ein Berufsrevolutionär, beteiligte sich ganz aktiv an der sozialdemokratischen Bewegung in Bulgarien, Rumänien, der Schweiz, Deutschland, Frankreich und in Russland. Unter anderem hat Christian Rakowski eine Kampagne zum Schutz der Matrosen
von dem Panzerkreuzer Potjomkin, die in Konstanz im Jahre 1905 sich abgesetzt haben. Seit 1917 war er ein sowjetischer Politiker. Christian Rakowski war ein Anhänger von Leo Trotzki. Sie waren Freunde. Nach der Verbannung von Trotzki wurde Rakowski nach Kasachstan verbannt, 38 verurteilt und 41 wurde er wegen der Beteiligung an einem sogenannten antisowjetischen rechtstrotzkistischen Block erschossen. Aber warum schenkt Celan so eine große Aufmerksamkeit diesem Mann? Trotzki in seiner Geschichte Reise nach Dobrudscha im Jahre 1913 beschreibt eine Reise mit Herrn Dr. Rakowski mit dem Zug aus Bukarest in nach Mangalien, nicht weit von Konstanz. Und in dieser Stadt, schrieb Trotzki, kann man noch die ehemaligen Matrosen von diesem Panzerkreuzer finden. Das schrieb er in seinem Buch im Band 6, 1926. Die zwei ersten Jahre seiner Emigration verbrachte Celan in Bukarest, 1945 bis 1947. Und er reiste nach Mangalien und darüber gibt es Zeugen in seinen Briefen. Die zwei ersten Jahre seiner Emigration verbrachte Celan in Bukarest, das war 1945 bis 1947. Und darüber erinnerten sich auch seine Freunde. Die rumänische Dichterin Nina Cassian gehörte zu seinen Freunden und sie beschrieb Celan in ihren Erinnerungen. Wir kommen zurück, um in der Heimat zugrunde zu gehen. Und sie schrieb über Celan gerade an diesem rumänischen Schwarzmeer-Kurort Mangalien. Und in diesem Jahr, in diesem Sommer, wurde Paul zu einem Herrscher des Königreichs der Lieben. Er hat das Ganze verfolgt. Ich war etwas eifersüchtig. Zunächst war er mit Lia, er hat sie verlassen. Dann war er mit Joya, wie er sie nannte. Dann war er zusammen mit Chucha. Und dann hat er sie verlassen. Und einige Jahre danach ertrank sie im Meer. Chuch wollte das Land A verlassen, sollte aber ein Jahr im Gefängnis sitzen. Nun lebt sie in New York. Tatjana Baskakova hat diese Absätze übersetzt und vielleicht hat er dies gelesen in den Veröffentlichungen von Trotzki. Aber so oder so bedeutete Mangalia seine linken Überzeugungen. Und nicht von ungefähr war es so, dass im Jahre 1940 noch zu Hause in Czernowitz war er so, dass er auf die Frage, was sagst du nun, hat er gesagt, nun bin ich ein Trotzkist. Und für Celan war Taiga und Sibirien im Allgemeinen war ein Ort, wo viele Menschen verbannt wurden, wo viele sowjetische Gulag-Lager waren. Nun sibirisch von Celan. Über die Schuttflur hier, durch das Seggenmeer heute, führt sie unsere Bronzestraße. Da lieg ich und rede zu dir mit abgehäutetem Finger. Ja, und da wird Semipalatinsk erwähnt. Drüben von dem eisernen Vorhang, da war bekannt, da lag der Übungsplatz Semipalatinsk in Kasachstan, wo seit 1949 die Atomwaffen, die sowjetischen Atomwaffen getestet wurden. Dies führte zur Verseuchung eines großen Territoriums.
Territoriums zu Entbildungen der Tier- und Pflanzenwelt. Wie groß die Zahl der Opfer ist, ist immer noch nicht bekannt. Nun, Mitte Maute. Maut auf Deutsch heißt das Gleiche, was mit auf Russisch. Ja, eine Säge stand im Wald. Das ist auch ein Zitat aus dem Gedicht des österreichischen Dichters Franz Werfel, eine Romanze der Trauer. Im Original, es steht hier eine Säge. Als er am Lyzeum lernte, damals war er Paul Angel. Er verbrachte seine Sommerferien mit seinem Freund Erich Einhorn in den Karpaten. Und da gab es eine Säge und diese gehörte dem Onkel von Erich Einhorn. Das ist auch so ein Topos seiner Heimat. Wir haben über den Maikäfer schon gesprochen. Nun die Stufen für Tausende. Neben dem KZ Mauthausen befand sich ein Granitkarrier und da gab es eine große, eine lange Treppe und die Häftlinge sollten die Granitstücke von unten nach oben tragen. Sie wurden bis zum Tode geprügelt oder sie wurden durch die Wächter einfach erschossen. Und auf diesen 186 Stufen, auf dieser Todestreppe sind tausende Menschen ums Leben gekommen. Und was Raron angeht, in dem Kanton Wallis befindet sich eine Siedlung Raron. Da ist Rilke begraben. Ich habe bereits früher die Übersetzung von Wallis Elegie gemacht, aber vor kurzem bin ich zu diesem Gedicht zurückgekehrt. Das Gleiche geschieht auch mit anderen Gedichten von Celan. Sie lassen mich nicht los, man kehrt immer wieder zu ihnen zurück. Auch beim Bestand von vielen Kommentaren kann man kaum so einen großen Dichter verstehen wie Celan. Genauso wie wenn wir die Musik von einem großen Komponisten uns anhören, können wir den ganzen Sinn des Schöpfers, den ganzen Sinn, den der Komponist in diese Musik gelegt hat, nicht immer verstehen. Natürlich meine ich Originale der Gedichte, denn ein Übersetzer soll einfach zeigen, wie der Dichter mit der Sprache arbeitet. Und man kann sagen, er hat Erfolg, wenn ihm das gelingt, wenn er das wirklich machen kann. Wir sollen uns aber von der Antwort von Celan leiten lassen. Israel Halfen hat ihn mal gefragt, wie soll er die Gedichte von Celan verstehen? Und er hat gesagt, lesen Sie sie immer wieder, dann kommt das Verständnis von selbst zu Ihnen. Ich möchte aber noch eine Übersetzung vorlesen aus dem Sammelband aus dem Jahre 59, Sprachgitter. Und es heißt Kölner Hof. Was Köln ist, ist klar. Und Hof, das ist eine Straße in Köln, nicht weit von dem Kölner Dom. Und das ist ein Ort, wo dieser Gedanke, diese Idee ihm einfiel. Ich werde das Gedicht auf Deutsch und auf Russisch vorlesen. Köln am Hof. Herbstzeit. Es stehen die Geträumte für die Mitternachtsziffer. Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg, einiges ging seiner Wege. Verbannt und verloren waren daheim. Ihr Dome ungesehen, ihr Ströme unbelauscht, ihr Uhren tief in uns. Кёльн am Hof. Время сердца. И стоят приснившиеся на часах у полночи
что сказалось в тишину, что смолчало, что нашло свой путь, изгнано и утрачено, были здесь, как дома. Вы соборы неувиденные, вы потоки неподслушанные, вы циферблаты в глубине у нас. Спасибо за внимание. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.